machen. So, wenn Influencer Bock haben, sich in einem Cage zu stellen, hat das nichts mit dem zu tun, was ich da drin mache. Ich denke mal, ein professioneller Sportler trainiert sein Leben lang. Geld ist bei den Musikern oder bei den Influencern und nicht bei den Profis. Influencer im Kampfsport und was das mit Kampfsport überhaupt noch zu tun hat, ich glaube, wir müssen reden. Mein Name ist Mandy Böhm, ich bin professionelle MMA-Fighterin, habe meinen Trainingsmittelpunkt nach Las Vegas verlagert, um den maximalen Erfolg rauszuholen. Für mich ist Kampfsport mehr als ein Training, das ist Lifestyle und mein ganzes Leben ist diesem Sport untergeordnet. Ich habe mich dazu entschlossen, eine der besten Kämpferin auf diesem Planeten zu werden. Das war die Idee, die ich hatte, als ich mit dem Kampfsport angefangen habe. Boah, Freunde, Charles Oliveira ist nach seiner Niederlage damals gegen Islam Makhachev zurückgekommen und hat jetzt am Wochenende gegen Benil Dariush eine unfassbare Performance an den Tag gelegt. Ich möchte gemeinsam mit euch mal ganz kurz auf ein paar der Highlights aus diesem Kampf reagieren. Vor ungefähr 4 Jahren habe ich angefangen, meiner Leidenschaft dem Kampfsport gegenüber auf einer neuen Plattform, und zwar auf YouTube, ein bisschen Ausdruck zu geben. Am Anfang habe ich Tutorials gegeben. Irgendwann habe ich aber realisiert, okay, wenn du jetzt nur Tutorials machst, damit erreichst du nur Leute, die vielleicht schon Interesse an diesem Sport haben. Aber ich wollte dem Sport noch eine größere Plattform geben, also habe ich versucht, so Formate zu finden, die ein breiteres Publikum ansprechen könnten und sie dann dadurch aufmerksam auf Kampfsport machen. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück zu Ringlife. Heute 2. Folge von Klatsch mich, wenn du kannst, in Nürnberg. Alles klar, wir sind bereit. Ich habe 2 Jahre YouTube gemacht und ich hatte gerade mal 1500 Abonnenten. Und seitdem war das eine stetige Entwicklung. Jetzt sind wir mittlerweile bei fast 430.000 Leuten. Am Anfang waren das natürlich wirklich reine Kampfsportler, weil aufgrund der Videos, die ich gemacht habe. Ne? Aber seitdem ich diese anderen Formate mit reingemischt habe, die ein bisschen mehr auf Unterhaltung gehen, ist es querbeet. Ich sage, manchmal sind die Deutschen vielleicht zu zivilisiert für den Sport. Aber wir haben einfach eine rasante Entwicklung hingelegt. Von verboten, nicht erlaubt zu praktizieren, zu gucken. Und öffentlich-rechtliche Sender dürfen das nicht ausstrahlen. Und erst recht nicht vor 22 Uhr zu einem Sport, der nicht mehr in Babyschuhen steckt. Nach Conor McGregor war der Hype nicht mehr aufzuhalten und zwangsläufig auch in Deutschland. Und Leute interessieren sich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr fürs MMA. Ringlife ist halt ein Medium, der über diese Sachen berichtet, der, auch wenn du dir kein Pay-Per-View kaufst, dich immer updatet mit den News, die gerade so in der Kampfsportwelt abgehen und vielleicht von Interesse sind. Bei Box-Events ging es ja auch immer um Sehen und Gesehen werden. Und ich sehe, das Gleiche passiert jetzt gerade auch im MMA. Was auf jeden Fall gut ist, weil Leute, die eine Fanbase haben, Influencer und YouTuber, sitzen an einem Ring, posten es in ihre Story und präsentieren das somit einem breiteren Publikum. Jetzt ist es, glaube ich, auch so ein bisschen im Trend, auch sich selbst im Ring oder im Oktagon zu messen. Die erste Ausgabe der Special Fight Series, das neue Konzept von GMC, in dem Promis und Profis in der Kampfsportart ihrer Wahl gegeneinander antreten können. Heute habe ich die Freude, den Main Event neben mir zu haben. Die beiden Hauptkämpfer werden sich im Boxen messen. Ja, hi, ich bin Emanuel und ich bin 44 Jahre alt. Ich bin Musiker. Ich rap natürlich. Mama sagte immer, mein Sohn, du bist nicht anders, du bist nice. Wie Mama. Okay, Mama, warum behandeln sie nicht gleich? Ich wusste, dass ein nettes Lächeln in dich reißt. Sie verschließt es in dein Herz, warum, das lernst du mit der Zeit, mein Sohn. Sie sagte auch, sei sparsam mit deinen Tränen. Deswegen legte ich sie mir gefroren um die Kehle. Und ich leg sie mir gefroren auf die Watch. Und das ich gehe das Training nach von meinem Coach Beking, No Limit Boxing. Er ist ein hochprofessioneller, sehr erfolgreicher Trainer. Das gibt mir auch nur so einen leichten Einblick da rein, wie sich richtige Profis für einen richtigen Kampf vorbereiten. Mein Schlafrhythmus, mein Essensplan, es ist alles speziell auf meinen Sport abgestimmt. Das heißt, ich esse nicht, wenn ich Hunger habe, sondern ich esse,
dann, wenn der perfekte Zeitpunkt gegeben ist, um die beste Performance in meinem Training leisten zu können. Generell trainiere ich, egal wo ich mich gerade auf diesem Planeten befinde, immer. Das heißt, ich bin immer im Training. Ja, und deshalb bin ich genauso wie sonst auch zweimal am Tag ungefähr auf der Matte. Das, was ich mache, ist ja nochmal die Light-Version davon, weißt du, ich meine? Aber weil ich das jetzt auch durchmache gerade und so wir fast am Ende sind, habe ich noch mehr Respekt für die richtigen Sportler. Hier reden wir von einem Musiker. Musiker mit Vorerfahrung. Es ist alles machbar. Es ist machbar bedeutet, einmal muss man die Zeit dafür haben und einmal muss man einen Schützling haben, der das umsetzt, was man denen zeigen will. Und der steigert sich jeden Tag, der merkt das selber. Jeden Tag kommt er wie, wirklich, wir reden von einer 140 Kilo geballte Kraft. Ich kann es mir nicht nehmen lassen, auch eine ganz entspannte Runde Sparring mit Manuel zu machen, weil er steht halt jetzt zwei, fast drei Wochen vor dem Kampf. Manuel und ich stehen schon echt seit mindestens einem Jahr in Kontakt. Auch über das ganze Thema Kampfsport. Er hat auch irgendwann gesagt, ey, hast du nicht mal Bock? Vielleicht treffen wir uns auch mal und machen eine gemeinsame Einheit. Er ist wirklich verdammt gut eingeschlagen auf YouTube. Er hat jetzt, glaube ich, schon mittlerweile fast eine 500.000 Aufrufe, was für YouTube Deutschland, Kampfsportwelt schon echt eine Nummer ist. Dieses ganze Thema Influencer, das zieht immer viel, viel mehr, weil es polarisiert. Viele Leute, die vielleicht gar nichts mit dem Sport an sich zu tun haben, bekommen dieses Drama untereinander mit und bekommen dadurch auch ein bisschen Interesse an dem Kampf. Darfst du eine Sache nicht vergessen, Kampfsport ist am Ende des Tages Showbusiness und die Leute wollen unterhalten werden. Streitereien geben ja immer Aufmerksamkeit, das ist ja nichts Neues, wird das ja überall so. Jetzt gibt's Heckblick. Wer natürlich den Deutschrap kennt und weiß, was die Leute da singen oder auch nicht, das schneidet sich natürlich hart sein und kämpfen auf der Straße oder wie auch immer. Das ist ja auch in den Rap-Videos, siehst du das immer wieder und so. Da gibt es ja Synergien, also das passt schon. Ne? Und es sind ja auch sehr viele Rapper, die Kampfsport trainieren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Um mich kurz vorzustellen, ich bin der Geschäftsführer von AAA, Access All Artists. Access All Artists bedeutet Zugang zu allen Künstlern, zu allen Artists. Und deswegen haben wir hier die Brücke geschlagen in diese Branche, in dieses Segment, weil es gerade total gehypt ist. Wir haben eine Mischung aus Sport, Influencern, die momentan gut funktioniert. Also da greifen Synergien und genau deswegen haben wir das aufgesetzt gemeinsam. Als Sportler hast du eine gewisse Community, aber diese Influencer haben noch eine viel, viel größere Community. Da musst du dir zum Beispiel so einen Jake Paul anschauen, aus der amerikanischen YouTube-Welt ganz bekannt, hat über 20 Millionen Follower. Ich meine, das ist ein Viertel von den Menschen, die in Deutschland leben. Wie viele Leute erreicht er damit? Vor allem, wie viel junges Publikum erreicht er damit? Meiner Meinung nach eine richtig geile Werbung für den Sport. Jake Paul ist ein YouTuber, aber Jake Paul ist auch ein professioneller Kampfsportler. Jake Paul kämpft nicht gegen andere YouTuber. Jake Paul misst sich gegen die besten Athleten auf diesem Planeten. Was nicht bedeutet, dass ich es nicht respektiere, wenn Manuelsen und Bösemann competen im Cage. Ich respektiere jeden, der den Mut aufbringt, sich in einem sportlichen Wettkampf gegen jemand anderen zu messen. Wenn Influencer, YouTuber, Rapper, whatever Bock haben, sich in einem Cage zu stellen oder in einem Ring zu stellen und sich in einem sportlichen Wettkampf zu messen, hat das nichts mit dem zu tun, was ich da drin mache. Du überwindest dich selbst, du gehst ständig über deine Grenzen hinweg, die deine Leistungen betreffen. Das ist mit total viel Disziplin verbunden, diese absolute Kontrolle über Körper und Geist. Du musst deine Emotionen kontrollieren, um das überhaupt machen zu können. Und du musst deine Aggression oder auch deine Wut kontrollieren und bündeln und kontrolliert ablassen. Ich denke mal, ein professioneller Sportler trainiert sein Leben lang, trainiert jeden Tag immer, immer, immer. Und deshalb bei den anderen dann, sage ich mal, vielleicht 6 bis 8 Wochen ein Trainingscamp, was sie dann machen und danach ist dann, kommen sie in den Alltag wieder zurück. Ich mache Sport, ich gebe Gas, aber trotzdem würde ich mich nicht hinstellen und mich jetzt mit einem Agi Kabayel vergleichen oder Christian Eckerling. Die Gagen, die die Influencer kriegen, müssten normalerweise die Leute kriegen. Dann wäre die Welt im Kampfsport wieder in Ordnung. Wenn ich jetzt das wegen Geldes machen würde, dann müsste ich sagen, alle Profi-Boxer weg,
alle Musiker zu mir. Weil das Geld ist bei den Musikern oder bei den Influencern und nicht bei den Profiboxern. Das ist die Wahrheit. Was bedeutet das finanziell, wenn Influencer in den Sport gehen? Leider ist es so, dass die Unterstützung, die Sportler oft brauchen, dann nicht kommt, weil die Leute das Geld lieber in Influencer investieren, um das Produkt zu verkaufen, weil die damit einfach eine breitere Masse erreichen, unabhängig davon, ob das jetzt authentisch oder unauthentisch ist. Fakt ist, die Halle war ausverkauft, sowohl die normalen Plätze als auch die VIP-Plätze. Vor der Halle, habe ich gehört, waren hunderte Leute, die rein wollten noch. YouTube ist immer ein Business. Ne? Am Ende des Tages zählt immer, was auch dabei rumkommt. Ich meine, ich könnte jetzt nur über professionelle Kämpfe Videos machen, die besten der Welt. Da würden wahrscheinlich meine Klickzahlen irgendwie einbrechen. Ich persönlich feiere ja diese ganzen Influencer-Kämpfe. Ich finde, das ist lustig. Ich schaue mir die auch selber gerne an. Und ich berichte auch darüber gerne. Ich denke, in jedem Dilemma gibt es immer, oder generell im Leben, gibt es in jeder misslichen Lage, in jedem Dilemma etwas Positives, was man aus der Sache ziehen kann. Und wenn es letzten Endes dazu führt, dass Kampfsport populärer wird und dass es massentauglicher wird und dass junge Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es da eine Kampfsportart gibt, die total cool ist und die einem so viel mehr beibringt, außer Gewalt auszuüben, dann sage ich, yo, do it.